Willkommen zurück bei einer neuen Episode mit Crossing Souls. Wir haben von Mr. Shen gerade den Schlüssel geklaut zu den Lager der Purple Skulls. Denn die haben unsere bescheuerte Geistermaschine geklaut. Und die brauchen wir, damit wir unseren toten Bruder wiedersehen können. Deswegen einfach mal da rein. Einen Blendblitz. Okay. Ich kann mir schon denken, was der macht. Wahrscheinlich blitzen und blenden. Finde Quincy Queen und werde diese verdammten Purple Skulls los. Nimm dich vor den explosiven Festern in Acht. Oder auch nicht. Achtung, fertig. Kämpfe. Na, dann kämpfen wir mal. Na, vorher hole ich mir die Kiste. Oh yeah, gute Mucke, gute Mucke. Aua. Lass doch den Blödsinn. Ich sehe nichts mehr. Ach Gott, spawnen wieder neuer. Mit ihren bescheuerten. Alter, die hauen mir aber gerade auch die Hucke voll. Meine Güte. Muss ich mich schnell mal ein bisschen heilen. Okay, die drei sind hin. Und es kommen natürlich noch mehr. Au, 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 au. Ja, schön in die Ecke gedrängt. Ha, Fucker. Oh nein, das sind Dickmops. So, auch hin. Mal kurz die Kiste aufmachen. Wieder ein Blindblitz. Kann sie eigentlich mal probieren. Was macht denn der? Okay, er betäubt die Gegner. So, Dickwanst K.O. Da oben sind Explosivfässer. Rein kann ich hier nicht. Oh, da haben sie schon wieder angetanzt. Au, der hat mich echt erwischt. So ein Arsch. Ich muss aber sagen, die Purple Skulls sind echt kein Problem für mich. Die können ja auch nichts. Das ist ja das Gute. Au, okay, ein bisschen was können sie schon. So, der noch einen Schlag. Zack. Okay, wo kommen die nächsten oder soll ich weiter? Ach, ich soll weiter. Oh Mann, da sieht nach sehr viel Explosionskram aus. Geh weg von mir. Okay, ach, Dicky lebt noch. Oh nein! So. Oh Gott, es kommen noch mehr. Au! Und sogar noch zwei von den Fackeln. Alter, jetzt hör doch auf, mir den Scheiß in die Fresse zu werfen. So, sind zumindest die mal hin. Das macht die ganze Sache doch schon ein bisschen einfacher wieder. Au! Okay, ich sollte nicht auf die Explosivfässer draufhauen. Das ist nicht unbedingt der beste Plan. Okay, was passiert denn hier jetzt? So, ein Treffer. Ah, zu früh geschlagen. Den muss man aber auch mal treffen, hä? So. Zwei Treffer reichen, sehr schön. Ach, was tue ich denn? Na gut. Ich würde mir eigentlich nur die Kisten holen.
Aber es war wohl unvermeidbar, dass ich dabei die Kiste treffe. Naja, was soll's. Nix drin. Ich könnte mir mal hier so einen Lutscher genehmigen. Ist, glaube ich, mal ganz gut. Und da ist Quincy. Ah, ihr könnt ja nicht vorbei. Nehmt mit mir. Nehmt das und das. Wir sind deinetwegen hier, Quincy. Gib uns die Maschine, die du uns gestohlen hast. Maschine? Oh, dieses Ding, nein. Das bekommt ihr nicht. Es gehört mir. Und was mir gehört, bleibt meins. Aber was ich euch geben kann, ist ein ordentlicher Tritt in den Allerwertesten. Deinetwegen ist mein Bruder tot. Wir werden dir den Händen was holen. Übertreibst du da nicht ein bisschen? Ich hab deinen Bruder nicht umgebracht. Ihr habt nicht auf ihn aufgepasst. Scheiß auf dich. Nimm das zurück. Vergesst es. Das Gespräch ist hiermit beendet. Bereitet euch auf euer Ende vor. Okay, Quincy, dann zeig mal, was du kannst. Quincy hält aber viel aus. Ja gut, das sollte ja alles mal kein Problem sein hier. Nur diese bescheuerten... Au! Man könnte ihn endlich mal mit ihren bescheuerten Feuerwerkskörpern aufhören. Ihr seid echt ein paar nervige Schabracken, wisst ihr das? Ey, wenn hier nicht seine ganzen anderen Leute wären, dann wäre Quincy ja echt mal kein Problem. Aber so ist er schon ein bisschen nervig. Naja, immerhin geben die mir ein paar Herzchen. Das ist ja immerhin etwas. Au! So, Herzchen, Herzchen, Herzchen einsammeln. Und wir geben Quincy noch ein paar mit. Aua! So, und er fällt. Der König ist gefallen. Mein Gesicht? Es ist völlig entstellt. Ah! Eine Maschine! Jetzt brauchen wir nur noch eins, um den Duelstein in Gang zu bekommen. Wahrscheinlich wieder Gamma-Dingsbums. Eine Gamma-Stange. Ich weiß, wo wir eine finden. Wo denn? Verschwinden wir hier und reden unterwegs. In Ordnung. Verdammt! Dafür werdet ihr bezahlen! Endlich haben wir die Maschine. Jetzt zum wichtigsten Teil. Infiltration. Was redest du da? Ja, ja, es wird Zeit für einen Spionageeinsatz. Wie gesagt, wir brauchen eine Gammastange. Damit das, was Kevin passiert ist, nicht normal passiert. Und ich weiß, wo wir eine finden. Ja, wo denn? In der Schule. Wieso zur Hölle hat eine Schule eine Gammastange? Ach komm schon, Mann, es ist Sommer, Alter. Zwing mich nicht dahin zu gehen, bevor ich wieder muss. Du schlägst also vor, dass wir uns in die Schule schleichen? Exakt. Wir kommen durch die Luftschächte auf das Dach rein. Okay, wenn es keinen anderen Weg gibt, dann schnell. Ich muss meinen Bruder wiedersehen. Ja, dann hopp, 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 auf zur Schule. Aber vorher speichern. So, und ich hoffe mal, dass Quincy uns jetzt nicht wieder Probleme machen wird. Nachdem wir jetzt mal den Hintern versohlt haben und... Oh! Shen Lis Antikgeschäft ist leider jetzt für immer geschlossen. Schade. So, okay. Wo geht's zur Schule? Wo geht's hier zur Schule? Was ist hier überhaupt los? Irgendetwas Seltsames geht hier vor. Ich sollte die Gamma-Stange. Die Gamma-Stange schnellstmöglich finden. Ja, jetzt mal im Ernst, was ist denn hier los? Das ist doch hier alles nicht normal, oder? Achtung an alle Bewohner von Tayunga oder Tachunga oder wie immer. Ein Stamm eines gefährlichen, hochgesteckten Virus wurde in der Stadt entdeckt. Alle Bewohner sind angewiesen, ihre Häuser aufzusuchen und alle Türen und Fenster zu schließen.
In den kommenden Tagen werden sämtliche Bewohner aus Sicherheitsgründen unter Quarantäne gestellt. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Naja, ist nicht unbedingt freiwillig, aber haben wir eine andere Wahl? Ne, haben wir natürlich nicht. Hier ist auch alles abgesperrt. Oder komme ich hier durch? Ne, komme ich nicht. Geht nach Hause. Wir wurden über sehr ansteckende Krankheit in der Dschungel informiert und sperren das Gebiet ab. Ansteckende Krankheit? Ja, erinnert euch an den Jungen, der vor kurzem gestorben ist? Anscheinend war ein Virus der Grund. Wir haben einen Quarantäneplan eingeleitet. Alle Einwohner müssen in den Häusern bleiben. Kevin ist nicht an einem Virus gestorben. Hört mal zu, ich mache hier nur meinen Job. Geh nach Hause, es gibt hier nichts zu sehen. Los, 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 hopp, hopp, hopp. Na gut, dann müssen wir halt einen anderen Weg wählen. Hier komme ich aber auch nicht durch. Wo soll ich denn lang? Komme ich hier hinten vorbei? Nee. Kann ich hier rüberspringen? Auch nicht. Ja, okay. Wie soll zur Hölle soll ich die Quarantäne verlassen, wenn die mich nicht rauslassen? Moment mal. Der Satz ergab es nicht viel Sinn. Aber gut. Oh, da ist die Mutter von Biggie. Wer ist denn der Typ da oben? Ein Mann mit Geldkoffer. Kann ich hier die Leiter hochklettern? Ja, kann ich. Aber bevor wir das aber tun, reden wir mal mit der Mutter. Hi, Mrs. Carter. Hallo. Es gibt eine Art Ausgangssperre. Ihr solltet bald nach Hause gehen. Das machen wir. Keine Sorge. Ja, keine Sorge. Wir machen das schon. Wir machen das schon. Trotzdem möchte ich jetzt gerne mal hier aufs Dach hoch. Und mit Springen geht das ein bisschen schneller. Nein, dann gib mir aber die Ausdauer aus. Verdammt. Okay, das verbraucht echt mehr Ausdauer. Aber so funktioniert's. Okay, hochspringen geht zwar schneller, verbraucht aber mehr Ausdauer. Hm, zu essen! Wo bin ich denn jetzt hingefallen? Na scheiße. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch eigentlich noch gucken, ob ich da nicht noch irgendwas beim Fenster machen kann. Na toll, dann muss ich jetzt also quasi den ganzen Weg hier nochmal machen. Scheiße. Na gut, egal. Ich habe noch gesehen, hier ist eine Kiste mit einem Blendblitz. Den nehme ich natürlich mit. Wie zur Hölle soll ich zu dem da hochkommen? Kann ich eventuell hier zu ihm rüberspringen? Nee, denn hier komme ich nicht nach rechts. Okay, das funktioniert auch nicht. Keine Ahnung, wie ich zu dem hinkommen soll. Ich meine, der könnte mir gern seinen Geldkoffer rüberschmeißen, aber ich glaube, das macht er nicht. Jetzt klettert er doch da rüber. Wieso klettert er nicht rüber? Dann springe ich halt. Nee, Quatsch, das wollte ich gar nicht. Ach, hier kann ich gar nicht rein. Okay. Gut, das war total unnötig, dass ich da hochgegangen bin, aber was soll's. Okay, und hier sind wir jetzt an der Schule. Sieht ja alles korrekt aus. Wir können uns natürlich noch ein bisschen jetzt in der Stadt umgucken. Okay, hier ist auch abgesperrt. Hier kann ich mal hochklettern. Was ist hier los? Tackleberry! Sie sagen also, der Junge, um den es geht, war ein Schüler an dieser Schule. Jo. Aha. Interessant. Es gibt hier nichts zu sehen. Geht nach Hause. Ja, hier gibt es sehr viel zu sehen. Laber doch nicht immer so einen Scheiß. Hier ist auch dicht. Überall ist abgesperrt. Naja, zumindest ein kleiner Blendblitz. Was? Was war? Ein Hinweis an alle Bewohner. Gehen Sie nach Hause und schließen Sie alle Türen und Fenster. Jada, jada, jada. Wissen wir doch schon, wissen wir doch schon. Okay, dann klettern wir hier mal hoch. Sprung!
Und wir sind auf dem Dach. Okay, und irgendwo hier sollte theoretisch ein Luftschacht sein, durch den wir durch können. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Na dann, rein da! Gut, wir sind in der Schule. Okay. Wohin denn jetzt? Da fehlt mir der Schlüssel. Dieser Spind ist offen. Noch ein Spind. Ach, was du nicht sagst. Ich hätte gedacht jetzt, dass ich irgendeinen Spind zumindest öffnen kann. Wahrscheinlich führen sie Wartungsarbeiten durch, weil im Sommer niemand hier ist. Das ist natürlich eine Möglichkeit. So, hier können wir doch durch. Mann, was ist denn das hier alles für Gerümpel? Hier mal ein Blendblitz. So, hier brauchen wir mal ihn. Okay, komme ich von hier aus? Ne, da komme ich ja nie im Leben hoch. Ich glaube, ich muss das... Kann ich das runterschubsen? Kann ich. Gut. So, stellen wir das hier so. Und jetzt... Ja, so komme ich hoch. Okay, gut. Merken wir uns mal. Vorher gucken wir hier aber noch in die andere Richtung. Leider verschlossen. Ehemalige Direktoren. Okay. Wohin geht's denn jetzt? Sieht zumindest aus wie ein Labor. Da muss doch hier irgendwo... eine verdammte Gammastange herumliegen, oder? Ne, natürlich nicht. Es muss eine Möglichkeit geben, das zu öffnen. Draufhauen! Hast du nicht irgendwie einfach... Das bringt auch nichts. Okay, es muss eine Möglichkeit geben, das zu öffnen. Ja, das ist... leichter gesagt als getan. Wie soll ich das auch bekommen? Kann ja aber auch irgendwie nichts mit irgendwie interagieren. Okay. Wie sollte das jetzt aufgehen? Hä? Ich kapier's nicht. Ich kapier es einfach nicht, was ich hier jetzt tun soll. Zurück? Nee, kann nicht mehr zurück. Toll, jetzt stecke ich hier in den Raum fest und ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Es muss doch eine Möglichkeit geben, das zu öffnen. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nur nicht, wie. Ah, verdammt, jetzt habe ich... jetzt habe ich einen Lutscher verschwendet. Scheiße, weil ich einfach mal alle Tasten durchprobiert habe. Bringt mir alles überhaupt nichts. Ich kann da draufballern und draufhauen, so viel ich will. Das ändert gar nichts an der Situation momentan. Ey, jetzt mal im Ernst. Was ist hier jetzt der Plan? Ich habe keine Ahnung.
bringt's auch nicht so recht. Ich verstehe es nicht, was ich tun soll. Ja, es muss eine Möglichkeit geben, nur ich weiß nicht wo. Ey, das kann doch jetzt echt nicht euer Ernst sein, oder? Dass es hier vielleicht irgendwo irgendwas zum Interagieren gebe oder irgendwas, aber nö. Ich check einfach nicht, wie ich die Tür aufbekomme. Ich kann ja auch nicht. Nee, hier kann ich auch nicht hoch. Was würde das überhaupt für einen Sinn machen, wenn ich hier auf den Kasten hochklettere? Ey, ich kapier's momentan nicht. Ich stehe, glaube ich, jetzt gerade wirklich sowas von auf dem Schlauch. Och, nö, ey. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, beenden wir jetzt einfach mal schnell die Episode. Dann werde ich mich hier noch ein bisschen umgucken. Und ich hoffe einfach mal, dass ich dann am Anfang der nächsten Episode eine Lösung für dieses Problem habe. Oder ob ich einfach zu dumm dazu bin, eine Tür zu öffnen. Mal gucken, wir werden sehen. Wie gesagt, in der nächsten Folge von Crossing Souls. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.